So, herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von Startup Company. Ihr seht, ich habe ganz kurz ein bisschen umgebaut. Barney Humbles, der Chef, sitzt jetzt hier in der Mitte. Und der Rest um ihn herum. So soll es doch sein. So, okay. Perfekt, perfekt, perfekt. Die ist gerade noch in der Schulung. Okay. Gertrude Waters. Aber ich denke, wir sollten erstmal ganz gut aufgestellt sein, oder? Wenn nicht, müssen wir gleich nochmal ein paar Mini-Cloud-Server uns besorgen. Also zwei würde ich auf jeden Fall nochmal dazu holen. Marketing, ja. Wir schalten mal noch eine zweite Kampagne. Und erhöhen gleich mal das Budget auf, ja, klasse. Auf 3000, würde ich sagen. So, dann müsste jetzt eigentlich, genau, Useranzahl extrem steigen. Sehr gut. Wir können, Stufe 8 und hier Stufe 10. Stufe 10 ist das Maximum, das liegt am Framework. Das erlaubt uns nämlich maximal Stufe 10 zu erreichen bei den einzelnen Features. Dazu kommen wir aber tatsächlich erst noch. Eigentlich bin ich schon viel zu schnell gerade. Wahnsinn. So, wie sieht's aus mit den Usern? 71.000 schon, geil. Hier sehen wir auch nochmal ein extra... Oh, Servernutzung. Okay, wir müssen unbedingt... Okay, Gertrude ist jetzt aber am Wirbeln. Wir müssen unbedingt mehr Mini-Cloud-Server machen. Komm, werd fertig. Jawohl. Ah, wir brauchen auf jeden Fall nochmal 3. Kostet uns 40 Dollar am Tag. Aber wir werden ja hoffentlich gleich unseren ersten Web-Deal machen. Das war bei Personalabteilung. Vertriebsleiter. So, Barney. Dann bitte mal einen Vertriebsleiter einstellen. Der uns Firmenangebote einholt. Schlecht. Schlecht. Angasa hat sich krank gemeldet. Ja, da war die Moral nicht gut genug mehr. Hat sich direkt krank gemeldet für einen Tag. Alles schlecht. Alles schlecht. Ja. Nee. Ja. Krepeln alle bei 180 rum. Also 190. 195 ist so das, wo ich sage, sofort. Oh, Barhamp geht viral. Das ist das, was ich gehofft habe. So, Servernutzung. Wir sind halt Monster am Arsch gerade. So, aber mit Servern geht das. Jetzt haben wir nämlich, jetzt werden wir richtig viral gehen und richtig viele neue Leute dazu bekommen. Das Problem ist, ich kann maximal jetzt 140.000 potenzielle User haben. Jetzt müssen wir das Framework verbessern, damit wir hier die Stufen erweitern können. Dazu müssen wir allerdings das Ganze erst erforschen. Das muss ich jetzt unbedingt machen, weil wenn man viral geht, dann werden die Userzahlen so exorbitant in die Höhe schießen. Ah, ich brauche 200. Ich bin am Arsch. Also ihr seht's jetzt, ich... 10 Sekunden später sind wir bei Maximum. Ja, waren es 10 Sekunden? Wahrscheinlich eher nicht. Ja, und jetzt ist das Problem, ich kann die User nicht mehr erhöhen. Jetzt bin ich tatsächlich am Maximum aktuell erstmal angekommen. So, wir verringern mal ein bisschen die CU. Ja, also jetzt haben wir leider keinen Effekt mehr davon, dass wir viral gegangen sind. Ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich. So, Hosting. Okay, wir müssen unbedingt mehr Server machen. Alter. Okay, wir müssen definitiv... Okay, jetzt sind wir auch nicht mehr viral. Jetzt müsste sich das hoffentlich so ein bisschen einpegeln wieder. Ja, in den Abendstunden ist meistens immer mehr Betrieb. Ja, da kommen wir tatsächlich so auf die 76%. Also noch geht's. So, registrierte User 141.000. So, ich weiß gar nicht, was wir aktuell an Gesamtnutzern pro Tag haben. Das werden wir gleich erst erforschen. Oder erfahren. Alter, ist hier wirklich nur Crap dabei. Selina Wong, 7.000. Boah, nee. Hör mal auf. Können wir alle wegschmeißen. Ja. Gibt's hier wirklich keine besseren? Ja, komm. Dann nehmen wir Dwayne Richards. 5-3 will er haben. 5-4. 4-7. Jawohl, für 4-1 eingestellt. Sehr gut. So, abbrechen. Obwohl... Oh, wir können sogar schon bessere erforschen. Jetzt können wir auch Experten und sowas erforschen. Seht ihr? Das habe ich zum Beispiel noch nie gemacht. Wir machen mal einen Vertriebsleiter auf
Experte. Mal gucken, wie viel die wollen. So, dann bauen wir erstmal noch einen neuen Arbeitsplatz. Ich nehme einfach mal hier so einen alten. Für Dwayne Richards. Ja, wunderbar. Reicht ja auch aus. Und sie guckt jetzt nach neuen Angeboten von irgendwelchen Firmen. Für unsere Websites oder für unsere Textdateien hier. So, okay. Fügen wir nochmal zwei hinzu. Ich würde auf 10 hochgehen. Ja, hier sind wir tatsächlich am Maximum angekommen schon. Wahnsinn. So, und jetzt müsste ich gucken. Obwohl, ich zeige euch erstmal kurz, wie das aussieht. Also, jede Firma erwartet einen gewissen, eine gewisse Aufrufzahl am Tag. Hier sind es 10.000, was lächerlich ist, weil wir, und jetzt muss ich ganz kurz überlegen, wo ich das finde. Wie viele Aufrufe wir am Tag haben. Achso, hier können wir übrigens mal beide weglassen. Oder eine können wir noch laufen lassen, allerdings wirklich nur fürs Minimum. Ja, wir machen 1.000. Damit wir keine User verlieren. Wo ist denn das mit der Übersicht, wie viele User ich am Tag habe? Oder wie viele Nutzer? Man könnte sich das hier ausrechnen. Also hier haben wir teilweise so 1400, 1500 gleichzeitig in den Abendstunden. Ah, registrierte User ist es nicht. Ach, wo ist denn das hier mit den Aufrufen? Wenn ich wüsste, wo das ist. Oh, wir müssen übrigens auch mal aufs Geld langsam achten. Aber wenn wir jetzt einen richtig fetten Werbedeal machen. Ach genau, jetzt weiß ich wieder, wo es war. Und zwar, wir gehen auf Textdateien. Also hier Textanzeigen. Und sehen, hier können wir Zeitfenster wählen. Wir haben aktuell 524.000 Aufrufe am Tag. Also brauchen wir eine Firma, die... Naja, 10.000 ist ein bisschen lächerlich. Wir bräuchten einen, der vielleicht so, naja, vielleicht 400.000 aufwärts. 500.000 wäre natürlich perfekt. Oh ja, 470.000. Sehr gut. Wer ist es? Closed Door. Ist eine andere Firma. So, hier sehen wir würden für Textanzeigen ein CPM von 3,8 haben. Für Bildanzeigen 5,7. Und für Videoanzeigen 7,6 Dollar. Okay, verhandeln wir mal. Da sehen wir Bahamp. Typ Textanzeige, weil wir einen Standard haben. Zeitfenster komplett durchgehend den ganzen Tag. Hier sehen wir Aufrufe gestern und was wir ihm garantieren. Er will maximal 470, dem können wir ihm absolut leisten oder geben. Und je mehr Tage man macht, umso mehr CPM bekommt man. So, 4,18. Ich würde trotzdem gern verhandeln. Und wir fangen mal an mit 8,5. 4,9. Dann sage ich mal 6,5. 5,3. Einigen wir uns auf 6. Gut, dann machen wir 5,9. 5,9 wird er bestimmt machen. Nein, auch nicht. 5,8 nimmt er. Okay, nehmen wir an. Also 5,80 CPM. Jetzt kriegen wir erstmal wieder den Meilenstein. Aber, was viel, viel besser ist, so erstmal automatisch erneuern, dass alle 10 Tage quasi das verbessert wird, erneuert wird. Und wir den Deal erstmal weiter behalten. Wir bekommen jetzt Geld. Und jetzt sehen wir auch, dass dieses Pfeilchen hier nicht mehr rot ist, sondern grün. Wir machen nämlich jetzt pro Tag oder pro Monat? Pro Tag 31 Dollar. Woohoo! 31 Dollar Gewinn. Immerhin machen wir Plus. Das ist echt gut. Das habe ich nicht immer geschafft in meinen Versuchen. Ist noch nicht viel, aber es ist auch nicht wenig. Gute Arbeit. Sorge dafür, dass dein Ertrag stabil bleibt und antworte auf jeden Deal, der zur Verhandlung aussteht. Sicherlich hast du bemerkt, wie eng unsere Mitarbeiter nun zusammensitzen. Entwickler hassen das. Wir sollten uns um ein größeres Büro kümmern. Wechsel zur Stadt, Karte und miete ein größeres Büro an. Das wäre als nächstes hier die 3rd Harbor Street in Downtown. Kostet mich... Einmal 35.000 und Miete doppelt so hoch, glaube ich, ne? Hier zahlen wir 3.000. Ja. Maximal 20 Arbeitsplätze und eine Etage. 35.000. Ich würde ganz gerne noch ein bisschen hier bleiben. Also ganz kurz, aber auch nur. Weil ich gerne erstmal in den Framework investieren würde. Haben wir 200? Ne, 200 waren es, ne? Ja, okay. Müssen wir erstmal ein bisschen erweitern. So, mein Lieber.
Du forschst weiter nach neuen Angeboten, aber du bildest dich bitte erstmal. Du warst ja zufrieden, ja. So. Dementsprechend haben wir erstmal, was das Geld betrifft, ein bisschen weniger Probleme, weil wir tatsächlich Plus machen. Wie gesagt, 31 Dollar ist jetzt nicht viel, aber immerhin. Wir können auch schon weiter die neuen oder die Komponenten erforschen, damit, wenn wir hier den Framework verbessern, gleich nach oben schießen können. So, ansonsten Hosting und so weiter sollte alles wieder super sein. Da reichen 8 aus. Ja, wie gesagt, die E-Mail-Kampagne könnten wir uns eigentlich klemmen. Weil wir haben sowieso mehr Registrierte als potenzielle User. Hier sind wir bei 100, na, bei 92% wegen den Textanzeigen, okay. Ja, okay, in den Abendstunden wird es mal ein bisschen instabiler. Aber an sich ist es auch super. Okay, genau, hier sehen wir potenzielle User erreicht. Servernutzung 56%, ja, okay. Ah, ach stimmt, die Werbedinger, die werden ja pro Tag abgerechnet. Also jetzt machen wir tatsächlich 1031 pro Tag plus. Das ist super. So, hast du denn neue Angebote? 2,50. Was haben wir jetzt für ein CPM? Ach, da oben steht es ja 5,8. Nee, der ist scheiße. Der ist auch scheiße. Okay, 920.000. Dafür zahlt er halt wenig. Was ist jetzt los? Ich habe ein Investmentangebot. Okay, das hatte ich noch nie. Okay, Betrag für 5%. Nö. Ich will meine ich würde eigentlich gerne meine Firma zurückkaufen. Ah, kann ich auch machen. Für 10 Millionen kann ich meine Firma zurück. Also zu 100% haben. Hahaha, natürlich. Ach ja, hier oben gibt es übrigens einen Hilfetext. Allerdings auf Englisch. So, jetzt haben wir auch die 200. Also, Framework. Kostet uns 60.000. Um die Lizenz zu bekommen. Allerdings bekommen wir ein bisschen Geld und die CU geht ein bisschen runter. Maximale Features 3, also wir können kein neues dazu machen, aber wir können sie auf maximal Stufe 40 erhöhen. Deswegen tun wir dies. Gehen auf die Website, Features und sagen, wir installieren das neue Framework. Kostet uns, wie gesagt, 60.000. Aber jetzt können wir zurück. Das Ganze hier wieder verbessern. So, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 16, 16. 1, 2. So. Jetzt schießen die registrierten User wieder nach oben. Und das sogar ohne Werbekampagne am Tag. Ja. Also wir sehen, registrierte User gehen bergauf. Wo sind wir denn eigentlich in der... im Ranking. Ja, immer noch weit abgeschlagen auf dem letzten Platz. Das wird ja noch spannend. So, ach ja, ich hab... Ach ja, hier sind übrigens jetzt die besseren. Oh, die wollen aber auch schon richtig Asche haben. Okay. Ich würde tatsächlich erstmal meine Leute behalten, die ich habe. Allerdings kann Barney Humbles jetzt tatsächlich gar nichts aktuell machen. So, ach ja. 680.000. Wie viel haben wir denn aktuell? 552. 480. Ich könnte natürlich versuchen, hier einen besseren Deal mit denen auszuhandeln. Wir probieren es mal. Also 5,8 war's. So, jetzt müssen wir nur die Tage abwarten, bis der Vertrag quasi abgelaufen ist. 760 können wir nicht erfüllen. 561. Barry Bennett hat sich krank gemeldet. Ärgerlich. 1,3 Millionen. Allerdings ein super CPM. Können wir überhaupt nicht leisten. Ich würde gerne mal Angebote nehmen, wo ich auch die User oder die Aufrufe halt direkt erfüllen kann. So, 585.000 schon. Also es geht bergauf mit unseren User-Zahlen. Der ist kacke, der Vertrag.
So, wir kriegen jetzt auch gleich die Nachricht, dass der Werbevertrag abgelaufen ist. Also, 5-8. Oh, scheiße. Letzter Tag. Und dann können wir einen neuen Vertrag aushandeln. So, also nehmen wir diese Firma. Genau, bla bla bla. 3,41. Okay, 5,8. Fangen wir bei 9 an. 4,1. 4,5. Oh, herrlich. Direkt verkackt den Vertrag. Gut, wir können es ja auch splitten. Können wir mal verhandeln. Was, Bußgeld? Achso, okay, Bußgeld wären 20%, wenn wir es nicht erreichen. Ich übertreibe vielleicht ein bisschen mit dem CPM, aber gleich am Anfang, wa? Scheiße, Alter. Ich sollte vielleicht ein bisschen weniger machen. So, gut, machen wir erstmal ein paar Tage gar kein Geld, weil wir keinen Werbevertrag mehr haben. Super! Ganz toll! 1,2 Millionen. Was, wenn ich das verhandle? Und sage, wir machen... Oh, 1,37. Nee, komm. Weg mit euch. Schmutzverträge. Jetzt müssen wir uns ein bisschen ranhalten, dass wir hier wieder einen guten Werbevertrag kriegen. 2,3 ist auch scheiße. Ich meine, es wäre erstmal besser als gar nichts. Wir können es ja auch nur für 1-2 Tage mal machen. Pass mal auf, wir machen mal hier für 3 Tage. Und guck mal, was wir rauskriegen. So, 3,7. Okay, 3,3. Jetzt erstmal nur für 3 Tage. Aber bringt uns immer ein kleines bisschen Asche. Und dann haben wir wieder Zeit, dass wir vielleicht einen neuen, besseren Vertrag kriegen. 1 Million. Wir werden erstmal auch automatisch verlängern immer. 1 Million schaffen wir nicht. Wie viele User haben wir aktuell? 170.000. Okay. Wir können auch einen Fastcloud-Server jetzt nehmen. Machen wir mal. So, Barney Humbles wird 20. Happy Birthday, Barney Humbles. Oh ja, oh ja, oh ja. 400.000. Für aber 3,6. So, der ist leider nicht schaffbar. Der, auch ein geiles Angebot. Der leider auch nicht. So, einer hat sich wieder krank gemeldet. Ah, 1 Million. Ich weiß gerade nicht, was wir für Aufrufe haben. 671.000. Den werden wir mal im Hinterkopf behalten hier. Der ist ja sogar noch geiler. 820.000. So, jetzt ist der Vertrag abgelaufen. Wir machen erstmal den. Bis wir auf die 800 kommen. Ich würde sagen, hier alle 3 Tage wieder. Obwohl, wir machen mal alle 5 Tage. Komm, wir machen 10 Tage, ist ja egal. So, verhandeln. So, jetzt muss ich mal gucken, dass ich hier nicht übertreibe. Wir machen mal einen CPM von 6. 4,4. 5,5. 4,8. 5,2. Okay, 5,2. Bringt uns aktuell ein Einkommen von... 251. Also machen wir immer noch Minus. Ich meine, gut, wir haben jetzt natürlich auch deutlich weniger User. Oh, 4, auch geil. Wir werden diesen Vertrag nicht erneuern. 681. Ich sollte vielleicht auch mal kurz noch ein bisschen was in Werbung investieren. Damit wir einfach viel mehr User kriegen. Und nebenbei nochmal die Verträge. Oh, 790. Ah, aber ein bisschen schlechter.
vom Angebot. Also der ist hier echt gut. Der wäre natürlich überragend, wenn wir den schon bekommen könnten. Ja, guter CPM. Das Problem ist auch, dass immer nur ein Mitarbeiter einen Vertrag quasi behandeln kann. Also ich kann jetzt nicht einen zweiten machen und einen dritten und einen vierten. 610.000, den können wir auf jeden Fall übernehmen. Kommt der schon mal weg? Wobei wir fast auch schon die 820 erreichen könnten, bis der Vertrag hier abläuft. Gertrude hat sich krank gemeldet. Scheiß Vertrag. So, in der Zwischenzeit können wir auch nochmal die Features erweitern. Achso, ne, hier waren wir bei 18. Okay, machen wir erstmal alles auf 20. Und ich würde auch mal die Effizienz ein bisschen verbessern. Machen wir mal hier auf 10. Okay, haben wir leider nicht erfüllt. Aber so steigern wir nochmal ein bisschen die Effizienz, beziehungsweise der CPU wird ein bisschen weniger. Oder CU. Auch okay, noch besser sogar. 787, 784. Boah, ich glaube, wir könnten schon fast den hier nehmen. Ah, Kacke. 800, ja, okay. Jetzt schon 820.000. Also, wir nehmen jetzt auf jeden Fall dann den Vertrag als nächstes. Okay, verhandeln. So, für 10 Tage 845.000. Aufruf hatten wir gestern. 451er CPM jetzt schon. Sehr geil. Fangen wir bei 772 an. 51. Hallo? 68. 54. 6. Ja, 6 Dollar CPM. Sehr schön. So, jetzt machen wir definitiv aber Plus. Und zwar, glaube ich, auch nicht wenig. Jo, 2000 Dollar pro Tag. Sehr geil. Was, was, was? Ist unglücklich und zieht einen neuen Job in Betracht. Möchte eine Gehaltserhöhung von, sowie einen Bonus von 2,7. Barry Bennett, wer bist denn du? 191. Nö. Okay, hat gekündigt. Wir brauchen einen neuen Grafiker. Entwickler natürlich. Gut, dann Entwickler. Neuer einstellen. Jetzt habe ich natürlich vergessen, was er gemacht hat. Aber ich glaube, er war nur hierfür verantwortlich, ne? So, und zwar hätte ich jetzt gerne hier wirklich richtig gute. 180 zu schlecht. 51 zu schlecht. 84 zu schlecht. 71 zu schlecht. Na gut, können wir erstmal so nebenbei laufen lassen. Ich habe automatisch Verlänger gemacht, ne? Ja. So, nächstes Ziel 1 Million. Ja. Nächstes Ziel wird 1 Million sein. So, das läuft stabil bergauf. Sehr gut. Ihr seid alle scheiße. Der ist gut hier. 197. Bessie Nichols. Ah, oh, für 7,4. Zu teuer. Wie gesagt, wir haben ja jetzt tatsächlich gerade keinen Stress, dass wir sofort einen einstellen müssen. Okay, ihr seid tatsächlich alle scheiße. So, hier 7 neue Tweets. Ja, da kommen immer nur die Stock-Dinger rein. Die interessieren mich aber ehrlich gesagt nicht. Oh ja. Für 6,9. Okay. Sollten wir uns mal überlegen. 7,1, 4,8. Also unter 6 hätte ich ihn gerne. Oh ja, 5,4, sehr gut. Dann bitte auswählen. Okay, und du machst die beiden Sachen, ne? Backend und Netzwerk. Ja, ich glaube, so war die Reihenfolge. Achso, deine Wünsche? Okay, Whiteboard und so weiter. 381, können wir auch nochmal ganz kurz gucken. Produktion brauchen wir nicht, Büro. Vorteilspaket Nummer 2. Ja, kostenlose Krankenversicherung, bla bla. Was haben wir hier noch? Ach, neue Features. Wir könnten natürlich ein neues Feature uns
aneignen. Und zwar, was hier die Textanzeigen betrifft, dass wir mehr Geld machen könnten. Denn es gibt ja Textanzeigen und das nächste sind, glaube ich, diese Videoanzeigen. Abonnements wäre das nächste. Aber ich hätte gern. Hier, Banneranzeigen, das ist es. Zeigt einen Grafikbanner, bietet höhere Sichtbarkeit im Vergleich zu Textanzeigen und der Umsatz ist 50% höher. Kann die User jedoch irritieren. Hat, glaube ich, den Nachteil, dass es 5 oder dass es nicht nur minus 8 Zufriedenheit für die Website bringt, sondern ich glaube minus 12 oder so. Aber ist mir tatsächlich egal. Ich würde gern auf Banneranzeigen oder Bannerwerbung als nächstes gehen, weil das einfach viel mehr Geld bringt. So, hier seht ihr das aber auch schon. 5,5. 1 Million. Okay, also hier fliegt raus. So, gucken wir uns mal nach neuen Angeboten um. 4, 2 ist scheiße. Ich gehe jetzt auch direkt hier auf die Banneranzeigen. Aber das machen wir in der nächsten Folge dann da weiter. Und werden erstmal weiter User generieren und unsere Website ein bisschen weiter nach vorne bringen. Oh ja, Serverauslastung ist zu hoch. Ah, weil ich wieder viral gehe, ne? Alter, jetzt hier übrigens. Geht's runter, weil ich nicht hinterherkomme. Alter, wir haben 385.000 auf einen Schlag erreicht. Fuck, Alter. Okay, heftig. Ganz, ganz heftig, was gerade passiert. Ja. Wir werden gleich auch wieder welche wegschmeißen, weil wir werden jetzt niemals so viele brauchen. Ah, wir gehen mal auf 15 hoch. So, ich denke, das sollte passen. Alter, jetzt haben wir es ja geschafft. So, wir haben jetzt 2,7 Millionen Aufrufe. Scheiße, Alter. 2,7 Millionen. Ja, wir brauchen auf jeden Fall neue Werbeverträge. Aber wie gesagt, das machen wir dann alles in der nächsten Folge. Vielen herzlichen Dank. Bis dahin, haut rein. Ciao und tschüss.